dem. Brauchen Sie eine Fahrt? Alter, Herr Stepper, da, bitte was? Ob Sie eine Fahrt benötigen, Sie laufen hier durch die Stadt. Ich glaube nicht, dass ich da mich hinten aufsetzen kann, gell? Herr Stepper, da. Wenn du nur mit Deppert kommst. Voll zu ihm stehen, 70.000, aber ist mir zu teuer. Sollen wir mal fragen, ob die Dame inkludiert ist? Das ist der Sound auf die Spende. Wäre jetzt lustig, wenn er abheben würde, wenn nicht, dann auch gut, dann rufen wir später nochmal an. Gut, das Auto will ich natürlich mit Dame nehmen, auf alle Fälle. Der geht eh voll ab. Uiuiui. Hallo da. Der Führerschein zwickt. Meine erste Kontrolle. Scheiße, der Wagen ist nicht angemeldet. Servus. Achso, gibt's was? Ja, warte kurz. Ja, sehe, ich warte kurz, gell? Und zwar, mein Zehennagel ist eingewachsen. Ich wollte fragen, ob Sie den mal angucken könnten. Ist das Ihre Ernst? Eigentlich, da müssen Sie zum Hausarzt gehen, gell? Achso, ich denke mal schon. Ich kann es mal schon anschauen, kostet halt extra, gell? Jetzt ganz kurz. Wah, bist deppert, Alter, der fährt, Alter, bist du narrisch. Sag mal, haben Sie schon mal Ihren Fuß überhaupt gepflegt? Nein, gar nicht, ne. Das ist ein richtiger Kass, was du da schon gebildet hast. Unterm Zehennagel, ja, das ist schon ein bisschen käsig, gell? Nee, jetzt aber, nee, jetzt gar also. Nicht noch. Aufpassen, ich mache jetzt das Hühnerauge-Druck mal aus, gell? Ja, ja. Ah! Aua. Aua. Geh raus, du bist, komm, raus. Es geht, da ist es, Flut, schau, sehen, bis nach oben. Bist du deppert, schau ganz nach oben, da ist aufgespritzt das Ganze. Jetzt müssen wir nur noch schauen. Ich schneide Ihnen schon den Zeichen weg. Also nicht den Zeichen, den Nagel schneide ich noch weg. Ja, den Zeh muss weg. Aber nicht den ganzen Zeh, oder? Na, so schneide ich das weg, ja, den ganzen Grafel da. Oder nicht langsam schon etwa ein bisschen Probleme mit meinem Kreislauf? Ja, wie wäre es schon? Da fuhren, siehst du das da? Das sind Wasserautomaten da fuhren. Da unten ist jetzt ein Becherl. Und dann tut er sich mal 2 Liter Wasser trinken. Und dann setzen sie sich hin, werden sie ein bisschen trinken. Wenn sie zusammenbrechen, kriege ich sie mit. Ich schaue da nochmal vorbei in einer Stunde, gell? Alles klar. Der Arm. Ich schaue mal vorbei in einer Stunde, wenn sie da liegen, kriege ich sie mit. So, das haben sie eigentlich eine Allergie. Jetzt, wo ich frage, haben sie eine Vitamin D-Allergie? Dann bekommen sie jetzt erst jetzt. Nein, aber hätten sie eine Vitamin D-Allergie, dann dürften sie gar nicht in die Sonne rausgehen, weil die Sonne gibt Vitamin D ab, gell? Das stimmt aber. Noch nie. Ja, noch, ne? Es ist noch auf noch. Aber es ist wieder recht. Okay, Entschuldigung, hab ich fast die Tür zugesperrt vorhin. Also, ich will eigentlich einen Trage holen für meinen Verlobten, der da gerade hochgerollt kommt. Wie der kommt da hochgerollt? Wow, was? Der ist im Rollstuhl. Ich meine, die Frage ist jetzt nur. War das jetzt ein Vergeben? Ja. Was? Achso, na, passt eh. Ich hätte da tatsächlich auch noch ein Anliegen. Und zwar würde ich Sie bitten, wenn ich das nächste Mal im Funk Ihnen etwas mitteile, das entsprechend anzunehmen und zu respektieren. Ja gut, dann kommen wir wieder runter. Fahren wir wieder runter, ein Stückerl, hätte ich gesagt. Fahren wir runter. Das klären wir jetzt unten, gell? Sehr gerne. Ich will eine Sprachmuschelkette basteln. Also alleine in Dienst, wenn du wirklich komplett alleine bist, sag ich mal. Kurz. So, jetzt können wir wieder reden. Ich war nur Spaß. Sechs, das ist mein Humor, merken Sie das? Ich hab jetzt den Schlüssel zu meiner gegeben. Ich hab jetzt die da drüben, ne? Alter, da ruft mich gerade wer an. Warte mal ganz kurz. Zapferl! Hallo, Sie haben mich angerufen. Achso, ja, ich hab da ein schönes Bild gesehen auf eBay, gell? Das Auto, kommt das mit der schönen Dame drauf? Einen Moment, nee, gleich. Okay, danke schön, wiederhören. Super. Ich bin gleich eh wieder. Alter, was ist das für ein Dreck? Was? Da macht sie ein Foto von sie auf dem Auto und sagt, sie verkauft's. Jetzt habe ich gefragt, ob die Dame auch da drauf ist, auf dem Auto, auf dem geilen. Hat sie gesagt, na, warum macht sie dann überhaupt ein Foto mit sie drauf und dann zum Verkaufen ganz groß? Ich bin noch nie mit dem Dings gefahren, eben außer. Ist das Scheide, Brühen. So muss das sein. Egal, bist du deppert? Wie bitte, was brauche ich? Ein Vitamin D-Zapferl, brauchen sowas. Ja, bitte, das wäre sehr schön. Passt. Hosen ausziehen, bitte. Zwei, ein bisschen spreizen, gell? Und. Ja. Eine doch, so. Hosen bitte wieder aufziehen, gell? Klo fahren wir drauf. Ah, ja, da ist eine. Da haben wir eine gefunden, das passt. Dann lege ich sie. Damit hatte ich zum Glück bisher noch nie Schwierigkeiten gehabt. Ah, verstauchen, super. Servus. Ach, servus. Da wird scharf geschossen, wie ich sehe, gell? Alle mit deinem Holster unterwegs. Ja, der Holster halt, ne? Jetzt wollte ich gerade was Dummes sagen, bevor ich das sage, lass das lieber.
Und vielleicht das Kapperl und die Brühen abziehen, gell? Bevor sie sie hinlegen, das Kapperl und die Brühen abziehen. Was verstehen sie denn nicht, Jens? Zwar warst du warst vorhin auf Einsatz am State Prison, richtig? Ja, sicher. Ja, ich habe da gerade eine Beschwerde von dem Patienten bekommen. Irgendwas war da mit einem Zäpfchen, aber es wäre logisch. Tropfen? Nein, folgendes: Der braucht sich gar nicht beschweren. Der hat sich 50 Mal bei uns bedankt, der Fulltrottel. Der braucht sich gar nicht beschweren. Ja, Sengs, das ist das Problem. Der ist mit privater Angang, weil er Trottel ist. Wie gesagt, okay, das ist, wenn ich die Nummer von dem rausfinde, ich rufe ihn an und dann fährt er morgen mit dem Zahnbürsten ins Leere. Den mache ich so klein, dass er zwischen den Fliesen Fahrradl fahren kann, der Fulltrottel. Ist gar kein Problem für mich. Aber passt schon. Nein, ich reg mich jetzt viel zu viel auf. Der Blutdruck ist eh wieder ganz oben. Wiederhören. Na, stopp. Eine Bitte hätte ich noch. Ja, warten Sie, ich war gerade einen ganz schlechten Empfang. Ich ruf gleich zurück. Servus, sind Sie mit der Dame da hinten zusammen? Sind Sie verbrüdert? Doch, in Wien sind die meisten Grandler, aber tatsächlich, warten Sie ganz kurz. Mein blöder Chef ruft mich gerade an. Ist der Empfang wieder besser? Ja, das danke. Super, jetzt geht wieder alles. Also Wandlung überhaupt? Ja. R11 für Director, bitte kommen. Ja, AMR11 hört. Dürfte ich fragen, auf welchem Einsatz Sie sich gerade befinden? Ja, privater Einsatz, Gott. Was hat jetzt gehen? Robert, hast du die Handschuhe besorgt? Wie gesagt, ich warte noch, bis der Herr Fox kommt und mir das sagt, dass ich die anziehen soll. Ja, ich habe jetzt die Bestätigung vom Commissioner höchstpersönlich, du darfst und sollst dir Handschuhe besorgen. Super, danke. Aber warum haben Sie keine Handschuhe an? Sind Sie was Besonderes? Nein. Was ist Ihnen passiert? Über einen Stein gefahren und okay. Der hat uns geflippt. Was, ein großer Stein? Nee, ein winziger Stein. Ja, passiert mir auch immer, dass ich über einen Kieselstein fahre und dann liege ich im Krankenhaus. Ich meine, das ist ja eine ganz normale Sache, gell? Passt, weiß ich Bescheid, super. Gute Besserung, gell? So, was ist denn da? Zwei Verletzte sitzen im Eingangsbereich, super. Welcher Fulltrottel hat das postet, bitte? Herr Zapfer, jetzt bleiben Sie hier. Achso, ja, bitte. Nee, danke. Achso, sind Sie nicht behandelt worden? Na gut, dann fahren wir rein. Schauen wir gleich mal. Warten Sie ganz kurz. Servus. Servus. Brauchen Sie eine Behandlung? Ja. Ja, kommen Sie mit, bitte. Danke, schicker Hut. So. Servus. Servus. Achso, ja, bitte im Wartebereich ein bisschen warten, gell? Jawohl. Was wartest du? Alles gut, ich schau noch liegen. Das dauert 30 Minuten. So, die Dame bitte drauflegen. Na, ich kann nicht mehr, weil ich den weggeschickt habe, jetzt als ich hier angenommen habe. Das ist so mein Charakter, Alter. Ich kann nicht mehr. Dieses Simpen. Alter, das ist. Könnten Sie es ja ein bisschen besser herlegen, weil ich komme da nicht drüber. Also, wenn Sie sich ums Bett legen wollen, also. Nein, wirklich nicht. Sagen, das, und, so, also. Nein, und das geht's ja nicht. A4, also das geht noch. Brauchen Sie ein Schmerzmittel? Nee. Ist, glaube ich, besser so, wie nur noch Zapferl da, gell? Okay! Na, alles gut. Ja, vielleicht lassen Sie eine Nummer da, gell? Passt. Ja, kann ich gerne machen. Na, super. Ambulance 8 für Einsatzleiter. Ja, sonst sagen Sie einfach die Nummer an, ich schaue einfach nach, ich speichere es mal ein, gell? Falls Sie wieder Probleme haben, ich rufe dann an. Ich meine, waren Sie angeschnallt, gell? Ja. Servus. Wow. Ja, der Kollege hat einen Glückstreffer gelandet, gell? Ja. Der hat dann Spaß da unten. Ich meine, die, für die sie mich versetzt haben, war ja auch nicht schlecht. Ja, 2 Sekunden gesucht, gell? Und direkt gefunden, den Scheiß. Was wird denn das, ha? Da sitzt er einmal bei drin. Psst, Ruhe ist. Alter, du fährst mir nichts nieder. Alter. Alter, bitte! Du musst da von da hinten weggehen, bitte! Was haben Sie gerade gesagt? Sie scheinen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so kompetent. Da ist der Tier, dann schleichst du bitte, gell? Das ist ein bisschen. Sieht nicht nach dem aus, was. Ist schon wieder soweit, schon wieder das Knie hin.
Nee, diesmal was anderes. Na geh bitte, was ist jetzt los? Du bist jetzt nicht da wegen mir, dass ich die untersuche, gell? Ah. Ich glaube nicht, ich habe mir extra wehgetan, damit ich sie sehe. Gut, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Was sind denn die anderen Herren da, bitte? Oh, das ist jetzt blöd. Es tut mir wirklich leid. Warten Sie kurz, das haben wir gleich. Legen Sie sie hin. Bin ausgerutscht, warten Sie uns kurz. Ja, es geht gerade nicht, das ist gerade zu viel los. Ich bin halt dumm, ne? Na gut. Achso, gehen Sie jetzt mit dem mit? Na, passt schon. Super. Es ist mein Bruder. Ja, ja, natürlich. Der Bruder. Ja. Sie können gern kommen. Nein, nein, ist schon okay. Nee, ich bin nur erschrocken. Auf einmal geben Sie mir einen. Ich hab schon gedacht, Sie haben sich den Schädel da angehauen. Nee. der Bruder, die. Ach, das ist der Bruder. Jetzt verstehe ich das erst. Warte mal ganz kurz. Die Rhodes. Ey, sicher dich falsche Nummer geben. Ist unglaublich. Also gehen Sie jetzt schon schlafen. Oh ne, ich will jetzt nicht. Ich bin wirklich schon müde. So cringe. Ich kann sowas nicht, Alter. Deshalb ist mein Charakter ja so. Ich habe mir gedacht, mit diesem Verhalten wird es niemals dazu kommen, dass irgendjemand sich an ihn ranpendeln würde. Weil das so ein ekelhaftes Verhalten gegenüber Frauen ist. Das war eigentlich der Sinn dahinter. Ich wusste nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt zu sagen, ich mag das, mir gefällt das. Jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich wirklich den Salat. Aloha. Und die da drüben ist sie. Direkt da drüben. Sie darf mich nicht sehen. Ich bin nicht da. Und ich glaube, die rennt mir hinterher. Ich glaube, die sieht mich. Die ist da. Oh mein Gott.